Willkommen in Mannheim, im Wohnzimmer der Visionäre. Ja, eines kann man von erfolgreichen Visionären lernen, und zwar das: Eine Vision hat dann gute Chancen, in die Wirklichkeit einzudringen, wenn es für sie einen echten Bedarf gibt. Oder anders gesagt, eine Vision hat dann gute Chancen, wenn sie wirklich gebraucht wird und wirklich nützlich ist. Zwei Beispiele möchte ich nennen. Erstes Beispiel: Karl Drais. Karl Drais ist der Erfinder des Zweiradprinzips. Und der Auslöser für diese Erfindung war eine Serie von Missernten. Und diese Missernten lösten einen Hafermangel aus. Und viele Menschen empfanden es als unmoralisch, Pferde zu füttern, während Menschen verhungerten. Und so suchte dieser Karl Drais nach Alternativen zur Pferdewirtschaft. Und seine Antwort war radikal neu und radikal pragmatisch. Statt ein Pferd als Antriebskraft zu nutzen, machte er den Mensch selber zum Antrieb seines Transportvehikels. Es war damals vollkommen neu. Und er hat nicht nur den Niedergang der Pferdewirtschaft eingeläutet, sondern letztlich die ganze Menschheit ins Rollen gebracht. Mein zweites Beispiel ist Florence Nightingale. Florence Nightingale interessierte sich ein Leben lang für die Krankenpflege. Im Krimkrieg 1854 waren die Zustände in den englischen Lazaretten so schlecht, dass der Kriegsminister Sir Herbert Nightingale einsetzte, um den grauenhaften Zuständen ein Ende zu bereiten. Und es tat sie erfolgreich und mit vollem Körpereinsatz. Etwas später in der Geschichte waren es letztlich ihre Vorschläge, die die Standards begründeten, die wir heute in der Krankenpflege beanspruchen und als vollkommen normal betrachten. Diese zwei Beispiele zeigen: Wenn eine Vision einen echten Bedarf befriedigt und nützlich ist, hat sie gute Chancen, in die Wirklichkeit einzudringen. Wenn wir uns heute fragen, in welchen Bereichen existiert ein echter Bedarf oder wo können wir nützlich sein, so fallen mir zwei Bereiche ins Auge. Der erste Bereich ist der Bedarf nach einer anderen Form von Wirtschaft, nach einer nachhaltigen Wirtschaft. Und das zweite Feld, wo ein Bedarf besteht, ist das Feld der Arbeit. Der dramatische Umbruch in der Arbeitswelt und die Entwertung der Produktionsarbeit. Somit sind zwei Argumente für eine Gründerkultur benannt. Ich möchte aber noch drei weitere Gründe oder Argumente nennen. Und mein nächstes Argument ist: Wir haben in Deutschland sehr gute Bedingungen, um so eine Gründerkultur zu schaffen, vor allem in Baden-Württemberg. Warum? Wir haben in Deutschland gleich drei Ikonen der Nachhaltigkeit. Zum einen der Erfinder der Nachhaltigkeit, Hans-Karl von Carlowitz, zum zweiten der Karl Drais und zum dritten Rudolf Diesel. Das heißt, wir können, wenn wir eine Gründerkultur schaffen wollen, an unsere eigene Innovationsgeschichte anknüpfen. Von Carlowitz war ein sächsischer Adeliger, der sich mit der Übernutzung der Wälder auseinandersetzte. Er sammelte in Europa alles an Informationen über die Forstwirtschaft und setzte dem Raubbau der Wälder ein Prinzip entgegen. Das Prinzip nämlich: Wer Bäume abholzt, muss neue Bäume aufforsten oder anpflanzen. Und dieses einfache Prinzip ist heute noch ein einleuchtendes Prinzip für eine nachhaltige Wirtschaft. Aus dem Laufrad ging, wie wir alle wissen, das Fahrrad hervor. Und das Fahrrad ist ein Beispiel für eine gelungene Kulturtechnik, wie man sagt. Damit ist gemeint, dass der Mensch mit dieser Technik sehr gut umgehen kann, dass das gut zusammenpasst. Und das ist das, was wir auch in einer nachhaltigen Wirtschaft und überhaupt anstreben müssen, nämlich eine Kultur im Umgang mit Technologie.
Rudolf Diesel gewann um 1900 in Paris den Grand Prix für die höchste technische Auszeichnung mit seinem Dieselmotor. Das war ein vollkommen neues Motorkonzept damals. Und er hat diesen Motor mit Erdnussöl betrieben, was damals niemand verstanden hat. Aber heute verstehen wir das durchaus, denn er war sich schon damals der Endlichkeit der fossilen Brennstoffe bewusst. Zusätzlich engagierte sich Diesel immer dafür, dass sein Motor nicht für militärische Zwecke missbraucht wird. Erfolgreich war er damit nicht, aber als Beispiel und als Ikone der Nachhaltigkeit kann er natürlich trotzdem gelten. Mit seiner reichen Innovationsgeschichte und seinem starken Mittelstand müsste Deutschland in Sachen Gründerkultur eigentlich voranschreiten. Und das Wort Gründerkultur ist absolut zutreffend, denn es hat etwas mit Kultur zu tun. Und möglicherweise sind davon auch die Kulturschaffenden betroffen. Und an dieser Stelle möchte ich die deutscheste aller Fragen stellen. Wer ist denn dafür zuständig? Und ich möchte die Frage auch gleich beantworten. Nochmal konkreter gefragt, wer ist denn für die Schaffung einer Gründerkultur zuständig? Da kann man nur sagen, es sind die Kulturschaffenden und die Gründer, denn die Politik hat bereits ihre Signale gesendet. Wir sind also selber zuständig, ausnahmsweise mal. Das ist mein viertes Argument. Eine Gründerkultur im Sinne der Nachhaltigkeit schafft Arbeit für die Kulturschaffenden. Natürlich nur für die, die sich dafür interessieren. Und ich möchte meine fünf Gründe für eine Gründerkultur zusammenfassen und werde in der Zusammenfassung den letzten und fünften Grund nennen. Das erste Argument für eine Gründerkultur ist natürlich der Bedarf nach einer nachhaltigen Wirtschaft. Und dieser Bedarf wurde vor kurzem sogar von Papst Franziskus von der katholischen Kirche angemeldet und sozusagen von oben bestätigt. Das zweite Argument ist die dramatische Entwertung der Produktionsarbeit in der Arbeitswelt. Wir brauchen eine Alternative zum Modell Jobbörse. Wir brauchen neue Wege, wie wir Arbeit schaffen und Innovationen im Sinne der Nachhaltigkeit in die Welt bringen. Und auch das spricht für eine Gründerkultur. Drittes Argument: Wir können in Deutschland an unsere Innovationsgeschichte anknüpfen. Viertes Argument betrifft die Kulturschaffenden. Eine Gründerkultur schafft Arbeit für diejenigen, die sich für die Themen Entrepreneurship und Nachhaltigkeit interessieren. Fünftes und letztes Argument: Der Bedarf einer Gründerkultur wurde von der Politik, zumindest in Baden-Württemberg, erkannt. Aber eine solche Kultur kann nicht nur mit Gesetzen verordnet werden, sondern hier braucht es sozusagen eine kreative Keimzelle, die eine Gründerkultur in den Fokus nimmt und gestaltet. Das ist der Grund, warum hier in der Kirchenstraße 28 im Mannheimer Jungbusch ein halbes Jahr lang Statements zu einer Gründerkultur gesammelt werden sollen. Und natürlich sind da vor allem diejenigen interessant, die sich selber für so eine Gründerkultur interessieren. Denken Sie immer daran, was Winston Churchill gesagt hat: Der Utopist ist der wahre Realist.